Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Folge hier aus der Lounge. Ihr seht hinter mir quasi die Gate-Position 26. Ich weiß nicht, ob da was passiert, aber im Hintergrund konnte ich eben die DC-3, glaube ich, ist das, von Finnair starten sehen. War schon interessant, weil alle rausgeguckt haben. Vielleicht kommt sowas wieder, weil die fliegt meistens Kreise. Also wenn ihr Glück habt, während der Sendung seht ihr sowas. Oder zumindest andere Flugzeuge starten und vorbeirollen. Frisch gepresste Themen habe ich für euch. Einmal ein lustiges Thema. Und zwar ist das der Berliner Flughafen. Ich weiß gar nicht, wo das Thema ist. Ich habe das eben noch gehabt. Der hat Preise gewonnen und der Preis ist echt wichtig. Das erzähle ich euch dann. Dann haben wir das Thema Rom. Rom hat in Bezug zu ITA wieder eine Warnung Richtung Brüssel ausgesprochen. Wir haben die Auer, die möchte an dem Flug der 787 am 15. diesen Monats festhalten. Wir haben die United Airlines, die machen aus dem Screen-Erlebnis, also aus dem Entertainment-System, eine Moneygrube, wo sie also Geld mit verdienen. Weiter geht es dann mit der englischen Regierung. Die haben ja auch diese CT-Scanner. Die haben ja auch lustigerweise dann alle Regularien, was Flüssigkeiten angeht, gelockert. Und jetzt ist es so, nö, du musst da jetzt wieder dich an die alten Regeln halten. Also da gibt es auch Änderungen im Staate. Und wir haben natürlich noch ein Thema, was auch lustig ist. Das ist das Thema Hyatt. Die haben Punkteentwertung gemacht für Gäste in dem neuen Studio-Hotel. Da wollte ich euch auch von erzählen. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, zu kommentieren, abonnieren. Und dann können wir auch direkt hier mit dem ersten Thema loslegen. Ihr wisst ja immer, ich muss immer schön brav die Zeit dokumentieren, weil sonst kriege ich wieder einen Anschiss von euch, warum ich die Zeit nicht gemacht habe. Also, das erste Thema ist Rom und ist ITA. Und in Rom ist man so weit, dass man das Scheitern der ITA-Übernahme ganz klipp und klar sagt, das ist nicht gut. Man warnt. Und Italien hat halt die EU-Kommission vor dem Verbot des geplanten Einstiegs der Lufthansa bei ITA Airways gewarnt. Verkehrsminister Matteo Salvini sagte am Freitag in Mailand, ernsthafte Angriffe auf Italien, und er geht weiter, dem wir nicht tatenlos zusehen werden. Ist das eine Kriegserklärung der Italiener an die EU oder nicht? Also was da passiert, das finde ich auch relativ lustig und relativ spannend, was da geht oder was da nicht geht. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Also er hatte ja auch schon im Mai da der EU Feuer gegeben und da sagte er, dass er wirklich das nicht so sieht, dass man da diesen Deal torpedieren sollte. Also insofern hier einmal aus Italien wieder Lustigkeiten nach Brüssel. Da könnt ihr auch unten schreiben und kommentieren, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt und ob das in irgendeiner Art und Weise berechtigt ist. Das zweite Thema, was wir dann heute für euch haben, das ist die Austrian Airlines. Und die hat ja den berühmt-berüchtigten sommersweißen Schwan, nennen die 787 Dreamliner. Der soll ja am 15. Juni auf die Langstrecke gehen. Und man freut sich ja auch bei der Austrian Airlines auf das Flugzeug. Man fliegt ja auch teilweise und es hat ja auch lang genug gedauert, ne? Ist das dann so eine alte Volksweise, wo man sagt, was lange währt, wird eigentlich gut? Oder also insofern, ich bin mal gespannt, was mit dem Lima Papa Lima passiert. Die ist ja seit dem 20. Mai im Einsatz und fliegt halt wirklich nur die Kurzstrecken zum Crew-Training. Der Erstflug soll nach New York gehen am 15. Juni. Die Lima Papa Mike, die flog ja auch vor ein paar Tagen nach Wien, allerdings noch in der alten Lackierung. Und das sollte dann auch noch mal so ein paar 2 bis 3 Wochen dauern, bis die dann zurück ist. Und zu dem Zeitpunkt mit an sich grenzender Wahrscheinlichkeit ist es so, dass halt wirklich nur die weiße Maschine zur Verfügung steht. Und ja, ich sage einfach weißer Schwan. Und die Pressestelle sagt halt natürlich, dass das aus PR-Sicht natürlich komplett suboptimal ist, logischerweise. Weil wenn du halt promoten willst, wie geil du bist und du kommst mit einem weißen Flieger an und da steht nichts drauf, das ist halt doof. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, da hat man in Frankfurt wohl an der falschen Stelle gepokert. Und ich erinnere nochmal dran, man hat den Flieger weiß und das Rot nicht dagegen gegeben. Nicht, weil man kein Geld für rote Farbe hatte, sondern ist auch nicht so diese ostfriesische Variante, weißer Adler auf weißem Grund. Insofern Austrian-Logo in weiß auf weißer Maschine, euroweit muss man ja sagen, sondern wenn man damit das Personal nochmal unter Druck setzen wollte, Cockpit als auch Kabine, weil die gesagt haben, wenn die 787 kommen soll, dann müsst ihr am Gehalt was nach unten schrauben und wir müssen uns einigen. Und dann gab es halt keinen Slot mehr, um das zu machen. Wie auch immer,
Am 15. Juni soll tatsächlich der Dreamliner nach New York abheben. Und damit ist es halt wirklich ein neuer Meilenstein bei Austrian Airlines, nachdem die 767, die 777 bei der AOGA. Das Langstreckenprodukt ist nicht konkurrenzfähig, muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Die Kabine vielleicht ein bisschen konkurrenzfähiger als die Maschinen. Die Maschinen selber sind ja relativ teuer zu betreiben. Also insofern hier natürlich der Hinweis, dass da was gemacht werden muss. Jetzt sagt ihr natürlich, was ist das mit dem, was hat das auf sich mit dem Entertainment-System? Und zwar ist das so, dass bei dem Entertainment-System zum Beispiel bei United Leute eingestellt worden sind, die sich mit der Vermarktung von Fernsehen auskennen. Und jetzt möchte man diesen Screen, wo die Leute ja notgedrungen drauf starren. Und das war ja auch früher bei diesem Onboard-Magazin so, wo man diese ganzen Sky Mall und so weiter hatte, also wo die Leute den ganzen Quatsch gekauft haben, weil die Leute einfach gelangweilt waren, möchte man dieses wieder nutzen und einfach die Leute, weil sie halt vor Langeweile nichts anderes tun als gucken, möchte man da halt das Next-Projekt launchen, was einfach heißt, dass man es personalisiert. Gegen Personalisierung spricht ja grundsätzlich nichts. Aber wichtig ist halt dann, woher kriege ich die Daten, was mache ich mit den Passagieren? Und es ist so, dass man diese Technologie halt wirklich bei United da dann monetarisieren möchte, also nochmal eine Geldeinnahme haben möchte. Und man hat am Freitag halt bekannt gegeben, dass man ein eigenes Mediaunternehmen hat, das dann anfängt, ja, Werbung zu schalten und ungefähr 100 Bildschirme, die halt in den Sitzen hinten eingebaut sind bei United alleine, zu nutzen und zu Geld zu machen. Also, die Kinective Media ist so, dass die United dort Passagierdaten halt sammelt und diese Daten dann halt nutzt, um wirklich für jeden Passagier individuell Werbung zu schalten. Wenn die jetzt also wissen, ich trinke Coca-Cola, mein Nachbar trinkt Pepsi, kriege ich Cola-Werbung gesendet, der andere kriegt Pepsi-Werbung gesendet, damit ich dann vielleicht auf dem Flug eine Flasche Cola kaufe. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist halt so, dass natürlich auch noch Unterscheidung ist, ob man ein Geschäftskunde ist oder jemand, der auf einer Freizeitreise ist, ob du in Urlaub fliegst. Dann soll es nochmal so sein, ob man Familie ist oder ob man alleine fliegt. Heißt also, dass man auch noch gesagt kriegt, ob man als Passagier vorne oder lieber hinten sitzt, was ja auch noch irgendwie eine Information ist, wo man sagt, man kann was rauspressen. Und das ist halt eine Möglichkeit, um zu den Werbeschaffenden zu gehen und zu sagen, hey, der Sendeplatz kostet mehr Geld. Und dann kann man halt so eine Art Ad-Spend machen auf United. Und man möchte da halt wirklich der Industrie die Möglichkeit geben, selektiver vorzugehen. Ist dann so vielleicht so ein Klick per Customer oder keine Ahnung, wie das gemessen wird. Und da muss man halt wirklich gucken, dass man diese Werbung halt ich finde es schwierig, dass man das halt Kundendaten mit verknüpft. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo in den Bedingungen stehen, dass es gemacht werden darf, dass das nicht illegal ist. Also insofern, dass das alles legal ist an dieser Stelle. Also es war ja auch quasi eine Frage der Zeit, bevor man so etwas wieder nutzt. Auch eine Möglichkeit, um zum Beispiel die Kosten der Geräte wieder reinzuholen. Und dadurch, dass man ja Gewicht drin hat und wir wissen ja, dass zum Beispiel ein Kilogramm in einem A320 pro Jahr 100 Liter Kerosin kostet. Oder andersrum, ein Kilo weniger sind 100 Liter gespart. Wie findet ihr das Thema, dass da jetzt quasi Werbung auf euch zugeschnitten kommt? Oder dass eure Daten da einfach weitergegeben werden? Ist das etwas, wo ihr sagt, oh Gott, da bin ich ja ein bisschen baff, dass das gemacht wird? Und da will ich mal gerne eure Meinung zu wissen. Erzählt mir mehr. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, was ich eigentlich haben wollte, Berliner Flughafen, gehen wir nochmal zur Sicherheitskontrolle. Und auch in Berlin haben sie ja im Terminal 5, glaube ich, die CT-Scanner. Ich habe sie hier lieben und schätzen gelernt, sowohl in Helsinki als auch in Tallinn sind sie jetzt zum Beispiel. Oder aber auch an einigen Schleusen in Frankfurt, dass man wirklich die Sachen durchjagen kann, braucht da nichts zu machen. Alles easy. Aber in England hat man das jetzt so gemacht, dass man unerwarteterweise gesagt hat, nee, du musst jetzt wieder alles rausholen. Alles, was Flüssigkeiten ist, du darfst auch nicht mehr Flüssigkeiten mitnehmen. Also die alte Regel mit der 1-Liter-Geschichte, 100 Milliliter 10-mal. Und gerade bei den Flughafen London Heathrow und Gatwick, wo ja diese Kontrollen mit den CT-Scannern sind, sind vielleicht auch einige Passagiere überrascht worden von der neuen Regelung. Hat man gedacht, boah, kann ich meine Cola mitnehmen? Aber es ist halt so, dass man im April da
das gelockert hat und jetzt aber gesagt, nee, wir rudern zurück. Und zwar ist die Begründung, dass der Flughafen von dem DFT, also Department for Transportation, das bekannt gegeben hat, dass das jetzt nicht mehr so ist, dass es eine dringende Handlungsanweisung gibt, dass man gerade bei den CT-Scannern die alten Regeln nutzen muss. Warum? Ganz einfach, und zwar eine Minute nach Mitternacht am Sonntag um 9 Uhr, also das heißt quasi am 9. Juni, also nicht 9 Uhr, sondern Mitternacht ist natürlich am 9., quasi die Nacht von heute auf morgen, ist das mit der neuen Regelung passé. Und die interessante Geschichte ist so, dass man diese ganzen Sachen effektiver machen möchte und man möchte halt auch an den Checkpoints sagt, dass es nur eine kleine Anzahl von Passagieren betrifft, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich habe auch nicht so viel Flüssigkeiten. Es wird mich wahrscheinlich auch nicht betreffen, weil ich habe gar keine Flüssigkeiten dabei gehabt. Die hätte ich ja heute in Berlin rausnehmen müssen. Aber es ist keine Erklärung gekommen, warum. Und es ist auch so, dass neben den Flughäfen in London, also London City auch, Newcastle, Leeds, Bradford, Aberdeen, Southend und Teesside Airport, die auch da voll ausgestattet sind mit den CT-Scannern, auch die alte Regelung haben müssen. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Und ja, ich bin mal gespannt, was da kommt. Also man sagt das als Begründung einfach nur, dass da wohl eine Bedrohungslage ist, aber man geht halt nicht genauer drauf ein. Ist wahrscheinlich so, wie unser ehemaliger Innenminister, wie hieß er nochmal, war es der Lothar de Maizière. Was, Lothar? Ich verwechsel immer, also auf jeden Fall der de Maizière, der gesagt hat, die Wahrheit könnte sie verwirren. Und so ist das dann hier wahrscheinlich auch, deshalb werden wir da die Wahrheit nicht bekommen. Er hat die Webseite leider nicht so rübergeschoben von meinem iPhone zu meinem Handy. Aber die Nachricht möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und vorher muss ich natürlich noch die Zeit aufschreiben, sonst habe ich wieder ein Problem. Aber das Thema ist lustig, gerade nachdem ich ja in Berlin durch die Sicherheitskontrolle gegangen bin, ohne CT-Scanner, weil ich nicht durch Terminal 5 gegangen bin. Grüße nochmal an die Sicherheitskontrolle in Berlin, war lustig mit euch Jungs. Es ist so, dass die jetzt Berlin, der Flughafen, gewonnen hat. Und zwar festhalten, ist es so, dass dieser Flughafen Preise gewonnen hat in Berlin. Und zwar Preis gewonnen für den besten Flughafen in Europa. Wir hätten es ja nicht erwartet, wir hätten es ja auch nicht in irgendeiner Art und Weise dort hinnehmen können oder sehen können, dass der Flughafen, nachdem er so lange gebaut worden ist, jetzt auch mal Preise gewinnt. Ihr selber habt euch vielleicht auch an den Flughafen gewöhnt, nachdem viele Modifikationen gemacht worden sind, Fasttrack aus der Mitte an die 2.1 und so weiter gerutscht ist. Also da halt wesentlich Verbesserungen sind. Ich finde ihn jetzt auch gar nicht mehr so schlecht. Ob man jetzt diese Kirsche oder was das da für ein Holz ist, das Dunkle, ob man es mag oder nicht, muss man jetzt ehrlicherweise, kann man drüber streiten, das ist halt Geschmack. Aber ich finde Berlin jetzt gar nicht mehr so schlimm, außer der Lage, wie es vorher war in meinen Augen. Aber der Preis, den sie gewonnen haben und jetzt festhalten, und zwar haben sie 79,5 von 100 Punkten bekommen und damit ist er der beste Flughafen in Europa. Und jetzt kommt's, wo sie gewonnen haben in den Kategorien. Und zwar, wo haben wir es? Übrigens München und Hamburg haben auch unter den Besten gerankt. Das heißt also Berlin, dann kommt München, dann kommt Brüssel, Hamburg, Stockholm, London, Amsterdam, Leonardo da Vinci und dann kommt der Adolfo Suarez in Madrid. Wo war es, wo es nochmal stand, wo ich so lachen musste in den Kategorien? Und zwar haben sie gewonnen in der Pünktlichkeit, das macht Sinn, von abfliegenden Flugzeugen und Ankunftsflugzeugen. Und jetzt kommt's, sie haben dann auch gewonnen, weil sie Attraktionen für Kinder haben, finde ich auch gut. Aber sie haben bei den Kosten fürs Bier auch gewonnen. Also das heißt, Bier war eine Kategorie und damit hat halt Berlin dann gewonnen, nachdem sie ja jetzt quasi 14 Jahre gebaut worden sind und im Herbst 2020 angefangen haben und haben sie quasi 4 Jahre gebraucht, naja, nicht ganz, ist ja noch nicht Herbst, also 3,5 Jahre gebraucht, um mal einen solchen Preis zu bekommen. Ihr könnt ja mal schreiben unten, was ihr davon haltet, ob Berlin zu Recht fürs billigste Bier gelobt wurde. Also hier von euch nochmal gerne die Info, was ihr dazu denkt. Wir haben dann das letzte Thema, das ist ein Hyatt-Thema. Und lustigerweise bin ich ja dann immer auf dem Weg in ein Hilton
wenn ich zu einem Hyatt-Thema was sage, ich schneide auch immer noch an dem Video, also es dauert noch, ist es so, Hyatt hat ja eine neue Marke, das ist das Studio. Ich kann euch hier einmal das Bild auch zeigen. Da seht ihr das Studio, das ist halt eine Marke, die halt so eine, ja, ich sag immer Lower End, die nennen das, also unteres Ende, das ist irgendwie so eine mittlere Skala. Und das ist ein Hotel für längere Aufenthalte. Aber was ich halt schade finde, ist, dass man jetzt, nachdem man auch weiß, wo das erste Hotel aufmacht, wo war es nochmal, und zwar in Alabama, in Tillman's Corner in Mobile. Wer da hingeht, der kann das dort natürlich sich angucken. Kriegt aber nur 2,5 Punkte anstatt 5 Punkte. Und was auch spannend ist an der Geschichte, ist, dass es damit halt wirklich nochmal eine ganz klare Diversifizierung gibt für die langen Aufenthalte. Also man kann da jetzt nicht die Punkte machen. Ich finde es persönlich schade, dass man diese Einschränkung macht. Es gibt aber keine Einschränkung im Prinzip auf die Nächte, die zählen. Also ich finde das halt interessant, dass man hier diese Einschränkung macht, weil rein theoretisch, wenn jemand da 60 nicht übernachtet, wäre ja rein theoretisch Globalist. Und ein Dollar Spend sind normalerweise 5 plus 30% für Globalist, 20 für Explorist und Discoverist sind es 10%. Hier sind es jetzt nur 2,5 Punkte. Also da auch nochmal eine Einschränkung. Ich bin weiter auf dem Weg zu fliegen. Gehe gleich ins Flugzeug. Das Wetter hoffentlich hält sich. Und gleich haben wir hier auch ein Flugzeug von Noran Embraer, die da durchrollt durch das Bild. Und dann entlasse ich euch in den heutigen Tag. Nachdem wir ja gestern auch den Berliner Flughafen beglückt haben auf dem Hin- und Abflug, weil ich den Stammtisch gehabt habe, war lustig. Dort haben wir auch zum Beispiel einen neuen Membership-Struktur besprochen, mehr oder weniger. Wurde natürlich dann gefragt, warum. Kommt alles, vielleicht mache ich dazu einen Teil in einer Sendung. Aber auf jeden Fall, da wird jetzt was kommen. Und da seht ihr auch das versprochene Flugzeug, damit ich euch den Abspann geben kann. Und ich dann weiter das hochladen kann, mich wieder auf meine Weiterreise begeben kann und ihr euer Video pünktlich heute bekommt. Danke nochmal fürs Zuschauen und für all eure Kommentare. Und ganz wichtig an dieser Stelle, liken. Also, bis morgen und hier, da könnt ihr euch bei mir melden. Also, bis dann, ciao, ciao, viel Spaß und Abspann für euch.